Hallo und herzlich willkommen. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Ja, was ist hier komisch? Hallo und herzlich willkommen auf jeden Fall zu einer weiteren Folge von Let's 22 Playlist. Mein Name ist Gadrutsch, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir dir einen Startschuss gegeben, sozusagen für das finale Ziel. Nicht das finale Ziel, aber das Zwischenziel BGA und ja. BGA und ja. Wir sind auf einem guten Weg. Können jetzt in den nächsten Monat vorlaufen lassen, denn ansonsten ist hier alles soweit fertig und im Februar geht's dann los. Mit dem Verkauf des Gemüses. Auch mal wieder mit dem großen LKW, damit das keine Schimpfe gibt. Oh nein! Oh, das ist richtig gut. Was wir übrigens immer wieder vergessen haben, ist nach den Produkten zu gucken, die im Angebot sind. Weiß Gott, ob da wieder was dabei ist, was wir eigentlich sowieso haben wollten oder uns einreden gehabt haben zu wollen. Okay, im Februar ist auf jeden Fall früher hell. Interessante Meinung. Das ist deine Meinung, Spiel. So. Und dann holen wir mal das Gemüse ab. Gibt es eigentlich von euch jemanden, der hingegangen ist und gesagt hat, ich baue jetzt bis ans Limit Gemüse, automatisiere das vollständig und verdiene mir damit das Geld, statt das über die klassischen Wege zu machen, die wir haben. Also über die normale Ernte zum Beispiel. Hat das jemand von euch gemacht? Schreibt es nochmal gerne in die Kommentare. Das würde mich nämlich Wunder nehmen. So, die Felder sind eh nicht bearbeitet. Da können wir einfach mal drüber fahren. Die werden ja ohnehin noch gegrubbert und so. Ach, ich hab dieses Mal die Paletten nicht vorgezogen. Da könnte es sein, dass uns Sachen verloren gegangen sind. Na, nee. Aber Wasser müssen wir langsam mal wieder fahren. Ja, doch. Habe ich doch vorgezogen. So. Ja, irgendwie habe ich auch zwei miteinander konkurrierende Skripts zum Autoload hier drin. Wäre dann schön, wenn das dann irgendwann mal so eine gemeinsame Basis gäbe, dann würde man nicht Gefahr laufen, dass die beiden Skripts sich beißen. Aber ich habe ja immer so ein bisschen Sorge, dass dadurch dann auch das, ne, das geht dann auf die Performance oder so. Das ist ja mal so ein bisschen meine Sorge. Ja, aber die Frage bleibt bestehen, ne? Also habt ihr das mal durchoptimiert? Und vor allen Dingen, wir haben ja zu Beginn, früher, als wir damit angefangen haben, sind wir da hingegangen und haben sogar unterschiedliche Früchte angebaut, je nachdem, wenn wir gesehen haben, der Markt ist jetzt irgendwie gesättigt oder so. Und dann sind wir hingegangen und haben dann aufgehört, sozusagen, das eine anzubauen, haben stattdessen was anderes angebaut. Habt ihr das auch mal gemacht? Weil wenn ihr das im großen Stil gemacht habt, dann wäre es ja auch möglich, dass das dann, ne, sich dann, sagen wir mal, richtig lohnt. Ja, und zweifelsohne. Oh, er ist voll. Na. Na gut, dann lassen wir die, drei Stück sind es gut, dann lassen wir die mal stehen. Dann wird er 32.000 Erdbeeren, 26.000 Salat. Und jede Menge Stockern am Monitor. So, wir wollen zum Le Jardin. Le Jardin, Le Jardin. Gut. Februar. Was haben wir im Februar noch zu tun? Also, Februar. Traubensaft, Salat, Tomaten, Häckselgut haben wir nicht. Ja, aber sonst nicht viel. Ne? Wir müssten ja ansonsten... Ja, hier haben wir was zu tun. Boah. Oh, Stockermeister und Söhne hier. Guckt euch das an. Eieieiei. Das ist das nicht schön? Nee, das ist nicht schön. Äh.
Genau, schneiden müssen wir. Boah, alter Schwede. Aber nochmal, ne? Es gibt doch die Möglichkeit, im Spiel jetzt zu sagen, okay, die Paletten sind aufgeladen, wir schalten jetzt die Dings, die Kollisionsabfrage um und dann haben wir das, den Salat, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, jedenfalls wirklich Salat. Aber wir sehen das ja in anderen Spielen, das hat dann schon mal diesen Effekt, dass wenn man dann entleert, dass dann alles in der Weltgeschichte rumspringt und ich glaube, dem wollten sie dann aus dem Weg gehen, ne? Ich habe übrigens, warte mal. Genau, ich habe nämlich hier wieder den Abstand drin und ich wollte gerade sagen, ich wollte doch wetten, das passt wieder nicht. Ja. So. Gut. Und dann kann der das machen. Sonderpreise wollen wir mal gucken. Haben wir da irgendwas? Na toll. Das ist... Das Problem ist... Warum ich gerade so zögere. Ja, wir wollten einen LKW haben, aber der ist ja jetzt nicht wirklich stärker. Und vor allen Dingen, das ist wieder so ein Ami-Ding, ne? Und ich verstehe nicht, was man dieser Art des Wendekreises, Entschuldigung, was ist denn das hier mit dem Mikrofonstellschalter? So, was man dieser Art des Wendekreises abgewinnen kann. Ich finde das ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja. So, hoffentlich sind wir mit dem Verkauf gleich fertig. Das ist ja irgendwie ein bisschen sehr anstrengend. So, gut. Wir müssten mal wieder an die Milch ran, ne? Das heißt, könnten wir mal glatt hier den... Warte mal, wie sieht denn das jetzt aus? Kriegt der hier die... 49.000. Ich weiß ja nicht, wie viel die verbrauchen. Da habe ich noch kein Gefühl für. Reproduktion 25%, Gesundheit 100%, Alter 6 Monate. Oh, diese... Ja! Ja! Alter, das ist so süß. Es tut mir leid. Da ist manchmal... Da schießt bei mir auch die... Ja. Wollte er nicht sagen. Nein, wollte er nicht sagen. Genau. Also eine Ladung Milch muss ja zur Bäckerei. Ich glaube, das mache ich sofort mal, weil das werde ich ansonsten wieder vergessen. Aber auch da, ne? Da wäre es schön, wenn wir jetzt diesen spezialisierten LKW hätten. Das sehen wir ja dann gleich, wenn... wir wollen ja die BGA kaufen. Wie viel Geld da noch übrig bleibt nach dem Obstverkauf? So, dann nehmen wir hier Bäckerei. Wo haben wir es denn? Verkauf. Nee, Bäckerei. Bäckerei Durchfahrt. So. Und dann, wo ist denn unser Stocker-LKW hin? Fast da. Oh. Gott sei Dank, hört der Driss auf. Na guck mal, wenn ich Gas gebe, zieht er aber noch hoch. Na, vielleicht könnte er doch noch ein bisschen mehr. Ja. BGA, meine lieben Freunde, wird das gelingen? Wir finden es heraus.
Haben die eigentlich diese Verkaufsträger langsamer gemacht? Wäre das möglich? Das scheint mir fast so. Aber wir haben sie, meine lieben Leute, wir haben sie wahrscheinlich sicher. Wobei ich natürlich schon gesagt habe, ne, man muss das ja nicht gekauft haben, um das alles nutzen zu können, aber ich würde das dann, wenn schon, irgendwie so machen. Gut. Dann fahren wir wieder zum Silo ein. Und dann schauen wir doch mal. Genau, also wir haben einmal zwei Sachen. Wir haben einmal dann das umgebende Land 1-1. Das wäre. Ist ja noch größer als das. Ist es wirklich da? Das ist das größte Feld, oder? Ja. Oder wir haben direkt bei der BGA. Dann haben wir natürlich auch die Gülleerzeugung. Also, es ist. Das ist natürlich alles schon. Das ist ein Schritt, ne? Aber es ist soweit, meine lieben Leute. Weil zwar noch nichts zum Befüllen der BGA, aber was soll's. Ich weiß noch nicht, ob wir diese Silos nehmen. Gucken, ob man die rausreißen kann, würde ich dann auch, ehrlich gesagt. Nee, zwei müssen wir nicht kaufen. So. Biogasanlage. Folge 212. Und Gardehol kauft die Biogasanlage. Was ist da denn los, meine sehr verehrten Damen und Herren? So. Da ist das Ding. So, gucken wir mal kurz an, was wir hier können. Ich weiß es nämlich nicht. Gehört meine Farm? Warum gehört es eigentlich meine Farm? Ja, ich wusste gar nicht, dass Morten Harken auch lizenzfreie Musik macht. Ist auch krass, ne, wie alt der schon ist und wie gut der noch aussieht, muss man echt mal sagen. Und jetzt alle wieder, hä, wer ist das denn? Und dann gucken die nach und dann sagen die alle, aha! Wow, geil. Komm, der war nicht schlecht. So, Produktion. Ist ja auch neu. Haben wir uns noch gar nicht angeguckt und hey, 212 Folgen haben wir gebraucht. Wir haben die verschiedenen Rezepte hier wieder, die wir ein- und ausschalten können. Und da sehen wir zunächst einmal aus der aus Silage oder aus Gülle oder aus Mist oder, und das finde ich eigentlich interessant, Zuckerrübenschnitzel. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wird Strom und zwar immer im Verhältnis 2:1, wie es scheint. Nee. Quatsch, was erzähle ich denn hier? Ist mehr, ne? Ja. Ist denn ungefähr gleich? 6, 12, 14. Nee. Das ist unterschiedlich. Hier hat was da reinkippen. Interesting, okay. So, das heißt, wenn wir hier Silage reinschmeißen, kriegen wir trotzdem noch Gärreste raus. Und ich glaube, jetzt wollen wir eben kurz gucken, bei unseren Produktionen konnten wir aus dem Gärresten Düngemittel machen. Das heißt, die müssten wir dann langsam, also hier müssen wir uns daran auch mal ranwagen. Genau.
Ja, und dann haben wir, ja, wir haben Februar, wir haben dieses große Ziel jetzt erreicht. Das heißt, hier können wir dann demnächst dann auch sofort mit anfangen. Umso wichtiger ist jetzt auch, dass wir immer die, dass wir immer den, das Stroh einstreuen, dass wir die Gülle aufbewahren, dass wir Silage machen. Und ich würde ja sagen, dass wir eine Montur für Silage anziehen und dann da unten hin umziehen. Ne? Also, dass wir hier das Feld erstmal holen oder das hier vielleicht. Und dann hier weitermachen. Und dann da erstmal häckseln immer. Dann die Silos vollfahren. Genau, ich wollte noch gucken, können wir diese Scheiß-Silos wegmachen und vernünftige dahin. Oder müssen wir das mit dem Karteneditor machen? Auf jeden Fall ein wahnsinniges neues Kapitel, was hier beginnt. Ja, wir können die abreißen. Wir können die abreißen. Wollen wir denn das auch? Ist hier ein Zaun? Nein. Das heißt, wenn wir die abreißen, können wir den Zaun abreißen? Nein. Wenn wir eins von diesen abreißen und stattdessen ein normales Silo hinbauen. Wieso kann ich das jetzt wieder nicht drehen? Objekt rotieren. So. Dann hier vielleicht die Bäume weg. Dann hier ein Durchfahrsilo hinbauen. Also, ich sag's mal so. Wir könnten mit diesen Silos arbeiten. Ne? Und das wäre ja auch irgendwie mal cool, das nochmal gesehen zu haben. Aber wir haben das gesehen in unserer Bergmap. Ich habe das sehr ausführlich mit euch gespielt und getestet. Und ich bin ein Kind des Durchfahrsilos. Ich mag diese Silos nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ich sehe auch von der Art, wie wir das automatisieren, sehe ich auch nicht, dass wir kann ich das jetzt abreißen? Sehe ich auch nicht, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. Können wir irgendwas von abreißen? Wir können den einen Trichter können wir abreißen. Wo war denn das? Konnte man nicht über irgendwie so eine Inventarfunktion, was wir an Gebäuden haben, und dann die abreißen? Aussehen. Gab's das? Gibt's das noch oder gibt's das gar nicht mehr? Wenn, dann im Kaufmenü vielleicht, ne? Wolltet ihr immer meine ganzen Mods sehen, ne? Hier. Ich bin ja nicht so. So, könnt ihr das jetzt nachspielen. Hier sind halt nur Gerätschaften, aber keine Gebäude mehr. Viehhandel. Land. Guck mal, das Menü ist auch doof. Ja, dann müssen wir vielleicht doch mit dem Keilsilo arbeiten. Das war halt so nicht geplant. Mal schauen. Ja, das machen. Okay, liebe Leute, ich danke euch wie immer sehr herzlich für eure tolle Unterstützung.
Ihr wisst immer noch nicht, auch wenn ich es immer wieder sage, wie viel mir das bedeutet. Und das meine ich wirklich ernst. Das ist nicht nur so dahergeschwafelt, ne? Ich hoffe, ihr versteht das und merkt das auch in der Art, wie ich mit euch umgehe. Oder wie ich mit euch nicht umgehe, muss man heutzutage ja eher sagen. Ja. Hätten wir genug Geld, könnten wir das dahin bauen. Gut. Jedenfalls danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht und sage bis bald. Macht's gut. Tschüss.